Wie ist das eigentlich bei dir? Reflektierst du dein Leben, deinen Tagesinhalt, all das, was du immer wieder machst? Überlegst du auch mal, was du anders machen könntest? Oder bist du zufrieden? Bist du mit dem, was du so Tag ein, Tag aus bringst? Ist das das, was du auch in 10, 20, 30, 100 Jahren machen möchtest? Dann stell dir einfach noch mal die Frage, warum schaust du dir meine Videos an? Wenn das bei dir alles schon so perfekt ist, meinst du wirklich, dass das, was da jetzt bei dir abläuft, dass das als solches zu betiteln sollte? Solltest du das so machen? Ist das wirklich dir bewusst, das, was du jeden Tag machst, dass es auch anders sein könnte, wenn du denn auch überhaupt das zulässt? Aber die meisten lassen überhaupt nichts zu. Die denken, irgendwie etwas kommt auf sie zu. Und dann ist das eingetroffen und eingetreten, dass du in einem Sog gerätst, der immer wieder gleich abläuft. Und spätestens dann, ja, hast du alles falsch gemacht, was man falsch machen kann, weil alle Menschen sind so, dass sie nach Möglichkeit nichts opfern möchten, aber alles erhalten wollen. Und das ist etwas, das gebe ich dir heute mal mit auf den Weg. Denk da mal drüber nach und lass das sacken. In diesem Sinne, bis dann.